Guten Morgen, Leute. Warte kurz, ich mach kurz den Fernseher auf. Ich bin jetzt seit ein paar Stunden schon wach, hab einen Vlog geschnitten und jetzt gehe ich gleich runter. Gestern habe ich nicht gevloggt. Ich habe mich gestern nur um das Babyzimmer gekümmert. Ich habe einen Schrank aufgebaut mit Juli zusammen und danach kam noch mein Bruder vorbei und hat ein paar Sachen geholt. Also ich habe ihm ein paar Sachen gegeben, die ich nicht brauche. Und er kriegt ja auch sein Baby im Juli. Ich weiß, ich sehe immer sehr, sehr fresh aus. Heute ist Samstag. Das heißt, alle WG-Mitglieder sind in the house. Und wir haben später... Sorry. Wir haben später noch eine kleine Überraschung für euch. Also bleibt bitte dran, bis die anderen aufgewacht sind, beziehungsweise Juli ist schon wach. Der ist unten und macht sich fertig oder ist im Bad oder so, keine Ahnung. Wir warten noch, bis Leo aufwacht und dann haben wir ein richtig gutes Gewinnspiel für euch. Ich glaube, Leo ist eigentlich immer der am längsten schläft von uns allen. Kat ist ja noch auf den Philippinen. Sie kommt am... wann kommt sie denn? Nächste Woche, glaube ich schon. Das ging echt schnell rum, muss ich sagen. Also, sie war ja 3 Wochen auf den Philippinen. Aber irgendwie kam sie gar nicht so lange vor. Also so jetzt im Nachhinein ist die Zeit echt mega schnell rumgegangen. Das Wetter ist heute leider nicht so gut. Die letzten Tage war das Wetter richtig, richtig, richtig gut. Also die Sonne hat geschienen und alles. Und das war genau die Zeit, wo ich die Möbel und alles aufgebaut habe. Also eigentlich voll blöd, dass ich es nicht so genießen konnte. Aber ich überlege auch schon die ganze Zeit, ob ich die Hasen rausstellen soll. Also ob ich sie in ihr Außengehege machen soll. Ich bin mir halt nicht sicher, ob es noch richtig, richtig kalt wird. Weil wenn es noch irgendwie Minusgrade werden oder so, Ende März, Anfang April, dann ist es auch blöd. Wir müssen ein Video reinmachen, deswegen schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr das eventuell wisst, ob ihr da irgendwie up to date seid. Irgendwie, also wenn es jetzt wärmer bleiben sollte, zumindest keine Minusgrade mehr, dann machen wir die Hasen raus und bereiten das Außengehege vor. Die Post hat gerade geklingelt. Wir haben ein paar Pakete bekommen. Und voll witzig irgendwie, er hat mir so ein Paket für Leo gegeben und hat gesagt, hier einmal für ihren Vater. Schaut mal, was ich bestellt habe. So, schau mal, Schatz. Ja, Kleiderbügel für Baby. Voll schön. Also voll süß irgendwie. Schaut mal, wie viele Klamotten sie schon hat. Voll cute. Und das haben wir alles geschenkt bekommen. Also echt mega, mega dankbar für alles. Schaut mal, wie viele Kleidchen hier sind. Das sind alles übrigens Neugeborenengröße hier, also die Kleider. Und das hier ist alles schon ein bisschen größer. Das hier ist auch Neugeborenengröße. Hier habe ich ein paar Bodies. Und Hosen. Bettwäsche, das ist alles schon gewaschen. Ist auch Bettwäsche, Spannbetttuch und sowas. Ist das unter deinem Arsch oder ist das jetzt so, wie du die normal trägst? Achso, ne, die sitzt ein bisschen weiter unten. Aber richtig sitzt sie so. Jetzt sitzt sie über deinem Arsch. Ja. Also das ist kein Stück von deinem Arsch aus der Hose drauf. Ja. Warum? Ja, ich habe mich gerade gefragt, ist die so geschnitten oder trägst du die nur zu dir? So, das ist Justin Bieber-Style, weißt du? Ich hatte die schon lange nicht mehr an die Hose und das kommt sie mir voll eng vor. Das ist auch. Ich glaube, die ist eingegangen, ne? Ja, ey, ohne Scheiß, ich habe eine andere Hose angehabt. Die mir schon richtig eng war. Und ich glaube. Die ist jetzt zu klein. Die ist eingegangen. So, alle WG-Mitbewohner sind jetzt mittlerweile wach. Ja. Kat fehlt. Ja, die ist ja leider immer noch auf den Philippinen, aber die kommt nächste Woche zurück. Glaube ich, nächste Woche, gell? 24. Und ich habe euch ja schon vorhin gesagt, wir haben eine Überraschung für euch. Und zwar geht es um eine Kooperation mit der Volksbank Raiffeisenbanken. Und die haben ein richtig cooles Gewinnspiel für euch, was wir jetzt ankündigen dürfen. Woo! Woo!
Es geht nämlich um ein WG-Girokonto für alle WG-Mitbewohner. Und mit diesem Konto sind jeweils verschiedene Gewinne verknüpft. Numero uno. Ja, das erheben wir zum Schluss auf, das ist das Geilste. Achso, stimmt, okay. Dann fange ich mit dem ersten an, aber das ist eigentlich auch schon das Geilste. Und zwar könnt ihr mit diesem Girokonto ein Jahr lang mietfrei wohnen. Ist das nicht geil? Wenn man ein Jahr lang mietfrei wohnt, muss man trotzdem noch putzen. Aber innerhalb in diesem Gewinn ist noch zusätzlich eine Putzfrau für ein Jahr lang mit inbegriffen. Das heißt, da kommt einmal die Woche eine Putzfrau für 2 Stunden vorbei und putzt euch die ganze Wohnung. Ja. Weil Juli hat einen neuen Job gesucht. Ja. Das Beste, ihr könnt, also weil wir habt Miete, ihr habt geputzt, aber ihr müsst auch essen, weil der Teller ist sonst leer. Und damit der nicht leer ist, könnt ihr zusätzlich noch einen Dönerspieß gewinnen. Also, und ich meine, so ein Dönerspieß an sich, damit kann man nichts anfangen, weil der ist gefroren. Deswegen kriegt ihr nicht nur einen Dönerspieß, nein, ihr bekommt zusätzlich noch 2 freiberuflich angestellte Mitarbeiter, die für euch diesen Döner zubereiten werden. Ihr könnt dann quasi innerhalb dieses Jahres ein Döner-Event veranstalten in eurer WG. Könnt ihr eine richtige Kebab-Party machen, aber besser ohne Zwiebel. Wenn ihr schon immer das war noch nicht alles, Leute. Für alle Studenten, die gern Club Mate trinken zum Beispiel, kommt jetzt mal ganz besondere Knaller und den hat Juli für euch. Genau, denn ihr könnt eine eigene Getränkemarke erfinden. Was? Ja. Nein. Und dann bekommt ihr von eurer eigenen Getränkemarke, die ihr euch selbst dann zusammenstellt, bekommt ihr noch 12 Kästen. 12? Ja, Mann. 12 Stück? Ja. Boah. Also, ihr seht... Die Volksbank, Raiffeisenbank, die legt die Patte auf den Tisch für euch. Genau, also in der Infobox findet ihr alle Informationen, wie ihr mitmachen könnt. Achso, ja, das kommt jetzt noch. Wie könnt ihr das WG-Girokonto gewinnen? Und zwar habe ich für euch in der Infobox einen Link. Dort geht ihr drauf und ihr müsst einfach quasi ein Bild von eurer WG hochladen. Ungefähr so. Und schreiben, warum ihr es verdient habt zu gewinnen. Also warum solltet ihr das WG-Girokonto gewinnen? Ah ja, Teilnahmebedingungen. Man muss 18 Jahre alt sein. Genau. Das Gewinnspiel geht übrigens noch bis zum 31. März. Also solltet ihr jetzt am besten mitmachen. Kann ich aber ganz schön kriegen. Ja. Da sollte man aber also, Gas geben. Also wünschen wir euch ganz, ganz viel Glück. Wir machen jetzt unser WG-Foto. Nala ist natürlich auch am Start. Deswegen werden wir jetzt gleich die Kamera aufstellen. Dieses Bild findet ihr übrigens auf meinem Instagram-Account. Und dort stehen nochmal alle Infos zum Gewinnspiel. Und ich bin gerade aus der Puste. Ich bin gerade hochgerannt. So, wir haben jetzt ein paar Bilder gemacht. Also 6 Stück, um genau zu sein. Und es sind echt ein paar coole dabei. Wir können euch ja ein bisschen Inspiration geben. So sehen unsere WG-Fotos aus. So, ich bin jetzt gerade mit Juli unterwegs. Haben gerade Fotos gemacht für seinen Account. Und jetzt gehen wir was essen. Also an sich ist es eigentlich nicht kalt. Es ist nur kalt, wenn Wind kommt. Ja. Juli und ich sind jetzt wieder zu Hause. Haben was gegessen. Und unsere Balik Bayern Box übrigens ist bereits fertig. Das muss nur noch runtergetragen werden. 3-mal dürft ihr raten, wer es runtertragen darf. Das hier wollte ich euch noch zeigen. Ich habe bei Butlers so eine Tafel bestellt. Message Board heißt es. Genau, und da kann man jetzt was draufschreiben. So, ich bin jetzt bei Paddy. Milo! Die haben hier leider noch gar keine Küche drin. Das kommt erst Anfang April. Milo hier. So, und jetzt steht er da, ne? Sitz. Sitz, Milo. Fein. Hat er es gerade gesehen? Jetzt müssen wir ihn ignorieren, gell? Weil das willst du nicht. Du willst nicht, dass man dich am Kopf streichelt. Gell? Schön. So, ich gehe jetzt mit Milo ein bisschen Gassi. Gell?
Wir sind jetzt hier in Paddys Ankleidezimmer, also das wird mal das Ankleidezimmer. Und Dennis und sein Kumpel haben jetzt diese Korpusse aufgebaut. Und jetzt machen wir die Schubladen, weil die gehen voll easy. So, wir haben jetzt mittlerweile 6 Schubladen. Das ist die 7. Fehlen nur noch. Also in jedem Fach sind 4 Schubladen. Also hier nochmal 3, da noch 1, da noch 2 und hier auch noch. Das können wir gleich dran machen. Die kann ich schon mal dran schrauben. Ja. Yeah. Weil da. Ah ne, warte mal, ist schon klein. Eine schmalere. Ja, ja, ich mach das da jetzt. Und dann. Machst du die andere Glas? Ja. So, wir sind jetzt hier im Neo und schaut mal, wer alles da ist. Sie präsentiert hier gerade ihr Ring. Ja. Achso, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ja, Pankat. Paddy Schwalle mit dem. So. Und wir sind richtig kurzfristig hierher gekommen und die haben sich voll bemüht, dass wir alle noch zusammen an einem Tisch sitzen können. Was ich übrigens noch sagen wollte, bei Paddy könnt ihr auch was gewinnen von der Volksbanken Raiffeisenbanken und zwar ein VIP-Ticket für das Festival eurer Wahl in Deutschland plus Überwachtung in einem Luxuscamper und All-in-Verpflegung. Genau. Ja. Also bei ihr könnt ihr das Festival-Girokonto gewinnen. Yummy! Ich habe Souffla Feta. Das ist Schweinefilet mit Feta. Und Rosmarinkartoffeln. Leute, es schneit einfach eiskalt. Oh, so kalt. Wir sind jetzt fertig. Okay, warte. Das ist die Zeitung. Wir fahren jetzt nach Hause. Leo und Judys Kumpels sind noch feiern gegangen. Eigentlich hat Juli auch geplant mitzukommen, aber der ist jetzt mit mir mit. Nö, ich hatte echt nicht geplant mitzukommen. Echt? Nö, ich muss mal ein Bachelor machen. Ah, okay. Und wenn ich das jetzt feiern gehe, dann. Oh. Und wenn du wolltest, ich mal heimfahren. Also genau, und ich bin zu müde, um nach Hause zu fahren. Deswegen haben wir jetzt sein Auto stehen lassen. Ich glaube, ich verabschiede mich mal für heute, weil wenn ich zu Hause bin, dann werde ich direkt schlafen gehen. Also dann, ciao.